Ja, und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Trains in World 3. Es ist 18.10 Uhr in-game. Ich habe ja beim letzten Mal gesagt, wir machen heute vielleicht mal wieder so eine Zugbegleiterfolge. Jetzt muss ich aber erstmal herausfinden, wo der 18.13 Uhr, wo die Regionalbahn abfährt. 18.26 Uhr? Auch nicht. Fährt die noch ein? Steht die hier drüben auf den Gleisen? Wo steht dieser Zug? Guten Tag, Madame. Das könnte er sein. Ja, ja, ja. Aus dem Weg, aus dem Weg. 18.15 Uhr. Das könnte er sein. Bei mir im Plan steht zwar 18 Uhr. 18.13 Uhr beginnt das Szenario. Ja gut, dann wird das 18.15 Uhr sein mit 2 Minuten Verspätung. Ja, 2 Minuten zusätzlich. Ja, dann gehen wir erstmal durch. Ich gehe mal kurz zum Kollegen nach vorne. Der ist noch gar nicht da. Okay. 110 456 DB Regio AG Braunschweig. Das ist doch schön. Was? Hat er gerade seinen Regen? Seit wann gibt's das? Okay, Kollege ist noch nicht da. Guten Tag, aufmachen, Fahrkartenkontrolle. So. Gehen wir erstmal gucken. Ist schade, dass man die Türen nicht schlüsseln kann. Das wäre noch so ein geiles Feature, DTG. Zugbegleiter. Dann über das Tab-Menü so auswählen, gelbe oder Abfertigungskelle rausholen, Abfertigungskelle zeigen. Dann sieht man, dann hebt der Lokführer einen Arm oder so. Das müsste über Animation, dürfte sowas alles machbar sein. Ist so eine geile Funktion. Zugbegleiter. Ja, in der letzten Folge sind wir mit der 10er von Bremen bis Oldenburg gefahren. Jetzt spielen wir einmal noch von Bremen wieder nach Oldenburg Zugbegleiter. 13 nach. Jetzt hat er die Türen aufgemacht. Hier ist aber auch niemand. Gehen wir hier einmal gucken. Ja, da ist hier aber auch. Ich kann mich nur hier jetzt einmal hinsetzen. Dann in 8 gehen oder in 2, dann in 8 und kann dann einmal nach vorne fliegen und gucken, ob jetzt der Kollege da ist. Jetzt ist er da. Dann melden wir uns jetzt einfach mal über die Sprechstelle im Führerstand. Ja, das müsste hier. Ne, hier ist das nicht drin, das Teil. Dann drücken wir jetzt einfach Lock, Lock. Fortfahren. Lull. Okay. Ich wollte nur mal sagen, Zugbegleiter, ich bin hier hinten drauf, nur dass du Bescheid weißt, ne? Alles klar. Hab ich jetzt übers Diensthandy geklärt. Markierten Durchgang freihalten. So, dann gehen wir mal in unseren Zugbegleitersitz. Obwohl, warte. Wir fertigen den Zug natürlich noch mit ab. Ist kein Vierkant zum Schließen. Naja, egal. So, jetzt dürfen die Türen gleich zugehen. Da hätte ich den Zug fast verpasst. Na gut.
Über die Tür wäre ich sogar noch reingekommen. Wobei, anscheinend gibt es ja der. Jetzt sind die sogar verriegelt. Aber die hinterste nicht. Die kann man immer öffnen. Ja, okay. Die ist auch nicht in der TB0-Schleife mit drin. Das muss ich zugeben. Gut. Dann setzen wir uns jetzt mal hier rein. Und dann machen wir jetzt mal eine Ansage. Ich habe hier keinen Hörer. Ich hatte mal so einen Telefonhörer. Das wäre jetzt ein geiles. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen an Bord der Regionalbahn auf der Fahrt von Bremen nach Oldenburg. Wir wünschen eine angenehme Reise. Hier ist nicht mal ein Zugbegleitertelefon. Das hätte ich auf den Führerstand gemusst, damit das wirklich Sinn macht. Hier kann man das machen. Nimmst du den Hörer in die Hand? So. So, der letzte Wagen ist noch für uns. Gehen wir mal gucken, habe ich die Tür zum Zugbegleiter? Ja, habe ich zugemacht. Machen wir die Türen hier alle mal zu. So. Es regnet, das finde ich auch ganz schön. Ich liebe tatsächlich verregnete Fahrten. So. Gehen wir mal gucken. Ich weiß auch nicht, warum ich gerade so durch den Zug renne. Okay, wenn ich Shift gedrückt halte, gehe ich ein bisschen langsamer. Das ist gut. Haben wir jetzt einen Leerzug? Sitzt hier einfach niemand mehr drin? Ah, doch, hier. Schönen guten Tag. Einmal die Fahrkarten, bitte. Ja. Danke. Ja. Ja. Gut, danke. Und auch hier einmal. Perfekt. Junge Dame. Die Fahrkarte einmal. Danke. Und ein Monatsticket, perfekt. Auch hier einmal bitte die Fahrkarten. Schöne Cappies. Danke. Danke, danke. So. Aha. Ja. Gut. Gehen wir jetzt einmal durch. Die Jacke ist cool. Coole Jacke, der Herr. Darf ich fragen, wo Sie die herhaben? Zum C und A. Okay. Dann muss ich da mal gucken gehen. Eine DTG-Jacke, auch schön. Noch eine DTG-Jacke. So. Sehr geehrte Fahrgäste, wir erreichen nun den nächsten Halt. Wäre Streckenkunde natürlich gut, um zu wissen, wo wir hier sind. Wo sind wir denn hier? Oh. In Bremen-Neustadt. Na dann, steigen wir mal wieder ein. Okay. Ja, da fällt man ja leicht zwischen die Kante. So. Genau, so. Da fährt ein DB-Tauri durch. Auch schön. So. Wir grüßen auch alle hier in Bremen-Neustadt zugestiegenen Fahrgäste an Bord unserer Regionalbahn auf der Fahrt nach Oldenburg. Wir wünschen eine angenehme Reise.
Ja, die schon kontrolliert. Sie beide hatte ich noch nicht. Schönen guten Tag, auch einmal Ihre Fahrkarte bitte. Dankeschön. Und alles klar, ein Schülerticket. So. Na dann. Setzen wir uns jetzt hier mal selber kurz hin. Gucken mal ein bisschen raus. Und gucken uns den Zug mal ein bisschen in der Vorbeifahrt an. Und genießen jetzt, dass wir einfach nur mitfahren. Ich finde auch solche Mitfahrgeschichten einfach mal schick und einfach entspannend. Ich hatte ja mal als Livestream so Störbild, wenn irgendwie was schiefgelaufen ist, so eine Ansicht, wie ich einfach auf eine N-Wagen-Viererbank geguckt habe. So, ich glaube, aus ja, so ungefähr aus der Position hier so raus. Ah, da sind wir gerade über den Bahnübergang gefahren und der Sound war kurz weg. Auch gut. Gucken wir einmal kurz, nicht, dass irgendjemand was von uns möchte. Oder von mir. Nee, gerade nicht. Das ist schon mal gut. Im Diensthandy auch keine verpassten Anrufe. Wieso sollten gerade auch welche sein? So. Stehen wir mal wieder auf. Gehen wir mal ein bisschen weiter durchgucken. Ich denke mal nicht, dass wir bis Oldenburg mitfahren werden. Ich denke mal so bis. Sehe ich eigentlich eine Karte? Gibt es eine Karte auf M oder auf P? F1? Escape? Escape gibt es eine Karte, genau. Wir sind jetzt gerade. Uchting-Nebengleise. Ich denke mal, wir fahren mit bis Delmenhorst. Ist dann einfach nur eine kleine Folge. Die letzte war ja knapp 40 Minuten lang. Gehen wir einfach mal wieder nach hinten in unser Dienstabteil. Der Wagen wackelt richtig gut. Das merkt man jetzt gerade hier so beim Gehen. Mal gucken, ob hier hinten irgendwo jemand zugestiegen ist, von dem ich die Fahrkarte kontrollieren könnte. Aber so wie es aussieht, nicht wirklich. Wir werden auch schon wieder langsam. Erreichen wir jetzt schon Delmenhorst? Hier mal aus dem Fenster. Wo kommen wir hier denn zum Stehen? Na, wo sind wir hier? Da ist auf jeden Fall ein Bahnsteig. Gehen wir mal gucken. Na, wo sind wir hier? In Heidkrug. Na dann, steigen wir wieder ein. Die Leute steigen hier sogar jetzt mal wirklich ein. Anscheinend hier vorne.
Vielleicht nicht hier an dem Wagen, aber hier sind doch definitiv Leute eingestiegen. Da guck mal. Da ist einer eingestiegen. Sind auch welche ausgestiegen. Ich glaube, ihre Fahrkarte hatte ich noch nicht, oder? Ja, dankeschön. Na, hier saß noch einer von dir. Die hatte ich, glaube ich. Hatte ich ihre Fahrkarte? Ja. Okay. Ich finde es schade, dass nur der erste Wagen hinter der Lok mit Fahrgästen gerade besetzt ist. Das macht es ein bisschen. Naja. Vor allem um 18.25 Uhr müsste eigentlich deutlich mehr los sein. So, wir gehen einmal wieder nach hinten. So, gehen wir wieder in unser Zugbegleiterabteil. Ja, da sind wir. Wie er da gerade so rausguckt. Das sah ganz cool aus. So, das heißt, wir dürfen jetzt gleich dann irgendwann in Delmenhorst ankommen. Das ist ja gar nicht so weit weg von Heidkrug, was ich auf der Karte gesehen habe. Wir bremsen auch schon wieder. Ich denke mal, das ist Delmenhorst. Das ist ein Mittelbahnsteig? Ne, das war ein Außenbahnsteig, ne? Mal gucken. Wobei, sieht nach einem Mittelbahnsteig aus. Ist es auch. Aber wo sind wir? Glaube aber, wir sind in Delmenhorst. Aber hier ist nirgendwo ein Bahnhofsschild, also gehen wir mal in die Karte. Ja, wir sind in Delmenhorst. Dann fertigen wir den Zug doch nochmal ab. Mit dem Kollegen haben wir ein Übergabegespräch geführt. Er steigt ein. Sehen wir zufällig, wo er sich hinsetzt? Da. Okay. Gut, dann würde ich sagen, ruhige Fahrt noch, Kollege. Wir machen hier nämlich wieder Wechsel. Wir warten hier dann nämlich auf den Gegenzug. Abfahrtzeit ist gekommen, jetzt gleich um 29. Dann blasen wir jetzt einmal in die imaginäre Trillerpfeife. Haben geschlüsselt. Die Türen glitschen jetzt zu. Gut. Dann Abfahrt in Ordnung. Er ist jetzt um 29 abgefahren. Und wir fahren jetzt nämlich um 38, nämlich laut Plan zurück, laut unserem Dienstplan. Und ich würde sagen, das war's mit dieser Folge. Obwohl, wir nutzen das jetzt einfach, um hier mal alle Sachen zu finden. Das, was ich sonst nie mache, dafür haben wir jetzt ja sogar mal Zeit. Uns hier den Bahnsteig wirklich mal anzugucken.
in Delmenhorst. Deswegen machen wir jetzt nicht direkt die Verabschiedung, sondern wir laufen hier jetzt erstmal rum. Oh, da bin ich ins Gleis reingefallen. So. DB-Streckenkarte. Müssen wir mal gucken, ob wir hier noch irgendwie was anderes haben. Sieht aber nicht danach aus. Also gehen wir mal in die Unterführung und gehen mal noch rüber nach Gleis. Die hier jetzt alle dann ihren Regen. Ich will die Animation sehen. Er geht jetzt ins Nasse. Komm, ich will das jetzt sehen. Mach deinen Regenschirm auf! Die da drüben macht ihren auf. Ich will es aber bei dir sehen. Da. Lol. Okay. So, hier ist der Ausgang. Da komme ich aber nicht hin. Ach, da komme ich auch nicht. Ich komme nur hier in den Unterführungen weiter. Bremer Kirche. Bremer Kirmes, Oberwiese. Hier von Gleis 1 fährt aber nichts planmäßig ab. Naja. Ja gut. Ich würde sagen, das ist Delmenhorst, meine Damen und Herren. Delmenhorst, the place to be. Ich gucke, dass ich hier ganz schnell wieder wegkomme. In der nächsten Folge weiß ich noch nicht ganz, was wir da machen. Lasst euch überraschen. Ich habe so eine Idee. Ich will die aber noch nicht teasern. Aber ich würde sagen, ja, bis dahin und bye bye.